Hepinize merhaba. Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden chatten, sich eignen, sich einsetzen, rufen, gefallen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesairede kullanılmaktadır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, meşli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz chatten, sanal ortamda sohbet etmek anlamına geliyor. Präsens, ich chatte. Ben sohbet ediyorum. Ich chatte. Ich chatte. Präteritum, ich chattete. Ben sanal ortamda sohbet ediyordum, ettim. Ich chattete. Ich chattete. Perfekt, ich habe gechattet. Ben sanal ortamda sohbet ettim. Ich habe gechattet. Ich habe gechattet. Tekrar edelim. Ich chatte. Ich chatte. Ich chattete. Ich chattete. Ich habe gechattet. Ich habe gechattet. Futur 1, ich werde chatten. Ben sanal ortamda sohbet edeceğim. Ich werde chatten. Ich werde chatten. Futur 2, ich werde gechattet haben. Ben sanal ortamda sohbet etmiş olacağım. Ich werde gechattet haben. Ich werde gechattet haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gechattet. Ben sanal ortamda sohbet etmiştim. Ich hatte gechattet. Ich hatte gechattet. Tekrar edelim. Ich werde chatten. Ich werde chatten. Ich werde gechattet haben. Ich werde gechattet haben. Ich hatte gechattet. Ich hatte gechattet. Örnek cümlemize geçelim. Sie chattet gerne mit ihren Freundinnen. Arkadaşlarıyla sanal ortamda sohbet etmeyi seviyor. Tekrar edelim. Sie chattet gerne mit ihren Freundinnen. Sie chattet gerne mit ihren Freundinnen. Diğer fiilimiz sich eignen. Bir şeye uymak, bir şeye uygun olmak, bir şeye yaramak, bir şey için elverişli olmak, yetenekli olmak anlamına geliyor. Sich eignen fiilimiz
Refleksif yani dönüşlü fiillerdendir. Burada özneyi niteleyen ilave zamir sich kullanılması gerekiyor. Bu fiilimizi es kişi zamiriyle çekimlememizin daha uygun olacağını ve daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Başlayalım. Präsent, es eignet sich. Uygundur. Es eignet sich. Es eignet sich. Präteritum, es eignete sich. Uygundu. Es eignete sich. Es eignete sich. Perfekt, es hat sich geeignet. Uygundu. Es hat sich geeignet. Es hat sich geeignet. Tekrar edelim. Es eignet sich. Es eignet sich. Es eignete sich. Es eignete sich. Es hat sich geeignet. Es hat sich geeignet. Futur 1. Es wird sich eignen. Uygun olacak. Es wird sich eignen. Es wird sich eignen. Futur 2. Es wird sich geeignet haben. Uygun olmuş olacak. Es wird sich geeignet haben. Es wird sich geeignet haben. Plusquamperfekt. Es hatte sich geeignet. Uygun olmuştu. Es hatte sich geeignet. Es hatte sich geeignet. Tekrar edelim. Es wird sich eignen. Es wird sich eignen. Es wird sich geeignet haben. Es wird sich geeignet haben. Es hatte sich geeignet. Es hatte sich geeignet. Örnek cümlemize geçelim. Diese Actionfilme eignen sich nicht für Kinder unter 12 Jahren. Bu aksiyon filmleri 12 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. Tekrar edelim. Diese Actionfilme eignen sich nicht für Kinder unter 12 Jahren. Diese Actionfilme eignen sich nicht für Kinder unter 12 Jahren. Diğer fiilimiz sich einsetzen. Einsetzen fiili ayrılabilir bir fiildir. Bu fiili sich zamiriyle kullanmadığımızda anlamı bir şeye başlamak, bir şeyi kullanmak anlamına geliyor. Sich einsetzen şeklinde yani refleksif olarak kullandığımızda birini bir şeyi desteklemek manasına geliyor. Präsenz, ich setze mich ein. Ben destekliyorum. Ich setze mich ein. Ich setze mich ein. Präteritum, ich setzte mich ein. Ben destekliyordum, destekledim. Ich setzte mich ein. Ich setzte mich ein. Perfekt, ich habe mich eingesetzt. Ben destekledim. Ich habe mich eingesetzt. Ich habe mich eingesetzt. Tekrar edelim. Ich setze mich ein. Ich setze mich ein. Ich setzte mich ein. Ich setzte mich ein. Ich habe mich eingesetzt. Ich habe mich eingesetzt.
Futur bir, ich werde mich einsetzen. Ben destekleyeceğim. Ich werde mich einsetzen. Ich werde mich einsetzen. Futur 2, ich werde mich eingesetzt haben. Ben desteklemiş olacağım. Ich werde mich eingesetzt haben. Ich werde mich eingesetzt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte mich eingesetzt. Ben desteklemiştim. Ich hatte mich eingesetzt. Ich hatte mich eingesetzt. Tekrar edelim. Ich werde mich einsetzen. Ich werde mich einsetzen. Ich werde mich eingesetzt haben. Ich werde mich eingesetzt haben. Ich hatte mich eingesetzt. Ich hatte mich eingesetzt. Örnek cümlemize geçelim. Der Teamleiter setzte sich in jeder Situation für seine Mitarbeitenden ein. Ekip lideri elemanlarını her durumda destekliyordu. Tekrar edelim. Der Teamleiter setzte sich in jeder Situation für seine Mitarbeitenden ein. Der Teamleiter setzte sich in jeder Situation für seine Mitarbeitenden ein. Farklı bir örnek verelim. Man sollte beim Putzen keine starken Reinigungsmittel einsetzen. Temizlik yaparken güçlü temizlik deterjanı kullanılmamalıdır. Tekrar edelim. Man sollte beim Putzen keine starken Reinigungsmittel einsetzen. Man sollte beim Putzen keine starken Reinigungsmittel einsetzen. Başka bir örnek cümlemiz. Plötzlich setzte ein Gewitter ein. Aniden bir fırtına başladı. Tekrar edelim. Plötzlich setzte ein Gewitter ein. Plötzlich setzte ein Gewitter ein. Diğer fiilimiz rufen. Birisine seslenmek, birisini çağırmak anlamına geliyor. Bu fiilimiz düzensiz bir fiildir. Präsenz, ich rufe. Ben sesleniyorum. Ich rufe. Ich rufe. Präteritum, ich rief. Ben sesleniyordum, seslendim. Ich rief. Ich rief. Perfekt, ich habe gerufen. Ben seslendim. Ich habe gerufen. Ich habe gerufen. Tekrar edelim. Ich rufe. Ich rufe. Ich rief. Ich rief. Ich habe gerufen. Ich habe gerufen. Futur 1. Ich werde rufen. Ben sesleneceğim. Ich werde rufen. Ich werde rufen. Futur 2. Ich werde gerufen haben. Ben seslenmiş olacağım. Ich werde gerufen haben. Ich werde gerufen haben. Plusquamperfekt.
Ich hatte gerufen. Ben seslenmiştim. Ich hatte gerufen. Ich hatte gerufen. Tekrar edelim. Ich werde rufen. Ich werde rufen. Ich werde gerufen haben. Ich werde gerufen haben. Ich hatte gerufen. Ich hatte gerufen. Örnek cümlemize geçelim. Das Kind ruft seine Oma. Çocuk büyük annesine sesleniyor. Tekrar edelim. Das Kind ruft seine Oma. Das Kind ruft seine Oma. Diğer fiilimiz gefallen, hoşa gitmek anlamına geliyor. Bu fiilimiz düzensiz bir fiildir. Präsent, ich gefalle. Ben hoşa gidiyorum. Ich gefalle. Ich gefalle. Präteritum, ich gefiel. Ben hoşa gidiyordum, hoşa gittim. Ich gefiel. Ich gefiel. Perfekt. Ich habe gefallen. Ben hoşa gittim. Ich habe gefallen. Ich habe gefallen. Tekrar edelim. Ich gefalle. Ich gefalle. Ich gefiel. Ich gefiel. Ich habe gefallen. Ich habe gefallen. Futur bir. Ich werde gefallen. Ben hoşa gideceğim. Ich werde gefallen. Ich werde gefallen. Futur iki. Ich werde gefallen haben. Ben hoşa gitmiş olacağım. Ich werde gefallen haben. Ich werde gefallen haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gefallen. Ben hoşa gitmiştim. Ich hatte gefallen. Ich hatte gefallen. Tekrar edelim. Ich werde gefallen. Ich werde gefallen. Ich werde gefallen haben. Ich werde gefallen haben. Ich hatte gefallen. Ich hatte gefallen. Örnek cümlemize geçelim. Hamburg gefällt mir sehr. Hamburg çok hoşuma gidiyor. Tekrar edelim. Hamburg gefällt mir sehr. Hamburg gefällt mir sehr. Bu dersimizde chatten, sich eignen, sich einsetzen, rufen, gefallen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.